Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, hat mal Goethe gesagt. Und ich glaube, so mancher Christ sagt das auch. Die Geister, die ich rief, nur Negatives, Negatives, Negatives. Entscheide dich, was deine Ohren zu hören bekommen. Denn das entscheidet über deine Zukunft. Durchbruch in die Freiheit. Gebet ist eine ganz wichtige Sache für einen Durchbruch in die Freiheit. Ein Reden mit Gott, Hören von Gott, das gehört auch zum Durchbruch in die Freiheit. Wie schaffe ich diesen Durchbruch in die Freiheit? Wie schaffe ich das? Und wenn wir das sehen, ihr Lieben, in einer Zeit wie diese ist der Durchbruch in die Freiheit eine ganz spezielle Sache. Wir haben Pandemie erlebt, wir haben Unruhen, Kriege erlebt und da Freiheit. Du sagst, da kann ich Freiheit erleben. Ja, du kannst da Freiheit erleben. Steckst du in einem Kreislauf von Unsicherheit? So viele in unserer heutigen Zeit sind sowas von unsicher und sie wissen nicht vor und zurück. Und was sie machen, das ist, sie hören die Medien, lesen, hören, lesen, hören. Und die ganze Sache führt sie nicht in die Freiheit, sie führt sie zu einer Meinung, die nicht immer die richtige ist, bestimmt. Aber nicht in die Freiheit. Ich habe ein Beispiel, das finden wir in der Bibel und da steht wirklich von den Ägyptern, die Israeliten sozusagen als Sklaven hatten. Die Israeliten konnten dann ausmarschieren, das hat Gott so organisiert durch Mose und sie waren in der Wüste. Aber in der Wüste sind sie wieder im Kreis herumgegangen. 40 Jahre im Kreis. Sie waren in der Freiheit, hatten aber keine Freiheit. Und das ist genau das, was du vielleicht sagst, genau das erlebe ich. Genau das erlebe ich. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in die Freiheit gegangen, aber jetzt laufe ich immer im Kreis herum. Ich habe nicht diese Freiheit. Du hast einen Mangel, ungesunde Beziehungen umgeben dich und wenn du sie lange genug lebst, dann werden sie zur Selbstverständlichkeit. Wie dem Volk Israel, da war auch zur Selbstverständlichkeit einfach das, wie sie im Kreis herumgegangen sind. Und ich sage dir, entscheide dich, was deine Ohren zu hören bekommen. Wenn du im Internet, wir sind alle im Internet unterwegs, wenn wir da Schuhe kaufen oder Urlaub buchen oder vielleicht der eine oder andere so geheim in Porno rumstöbert, hat das Folgen. Du sagst, was hat das für Folgen? Ihr wisst genau, dass das Internet und so viele Oberflächen einen Algorithmus haben. Das heißt, wenn du irgendwo reinschaust und dann wieder rausgehst, du kannst dann irgendwo die Gasrechnung anschauen, siehst du die Schuhe, du kannst einen Kocher kaufen wollen, du siehst die Schuhe, du kannst die Nachrichten von heute anschauen, du siehst wieder Angebot von Schuhe und du kannst das Wetter anschauen, du siehst wieder die Lieblingsschuhe, die du gerade angeschaut hast.
und das geht mit allem, ob Urlaub oder wie ich auch sage, Porno, dann kommt das alles. Und ihr wisst ganz genau, und dann kommt, nimm mal die Schuhe. Oder nicht den Urlaub, die Schuhe, da sind die Frauen mehr drauf mit Schuhe. Nimm mal Urlaub, das denke ich ist für Mann und Frau gut. Was ist dann? Dann wird dir das angeboten und dieses Angebot und noch schöner. Mit den schönsten Bildern, den Urlaub so präsentiert, wie er eigentlich gar nicht sein kann. Aber dir macht so richtig Freude und Lust. Ja, Urlaub. Und dann klickst du wieder irgendwo auf ein Angebot von Urlaub, obwohl du eigentlich Bibel lesen wolltest oder obwohl du eigentlich irgendwas runterladen wolltest für deinen Betrieb. Und du siehst den Urlaub und es hat wieder neue Urlaubsangebote neben dem aktuellen Wetter und den ganz neuesten Nachrichten und neben dem Spritpreis. So funktioniert das Internet und ich glaube, das haben wir alle schon erfahren. Die Dinge, denen du ein Ohr schenkst, laden das Umfeld dazu ein. Und so ist auch die geistliche Welt, die funktioniert auch so. Hast du Hoffnungslosigkeit? Hoffnungslosigkeit lädt das die geistliche Welt drumherum ein, wo dann dir ins Innerste sagt, es gibt keinen Ausweg mehr. Nimm dir das Leben, es wird nicht mehr besser, du wirst nur arm werden und so weiter. Das ist der Algorithmus, in dem wir leben, wenn wir uns da hineinbegeben. Dann Selbstzweifel, ja, ach, ich bin doch niemand. Und dann heißt die innere Stimme, guck, da hast versagt, du, da hast versagt und da hast versagt und dort und da und da und da. Und das ist so die Stimme, der Algorithmus, möchte ich sagen, vom Negativen. Verschwörungstheorien, du sagst, ja, ich habe zu Beginn der Pandemie habe ich zwei Videos geschaut. Das eine war in die Richtung und das andere genau in die andere Richtung, wo ich gesagt habe, was ist jetzt wahr? Das so, das so. Und wisst ihr, und dann kamen so viele Beispiele, wo man noch was gucken kann und da ein toller Titel, da ein toller Titel, habe das Wetter aufgerufen und noch ein toller und so weiter. Und ich habe wirklich aufgehört, diese Filmchen anzuschauen, weil die ziehen einem nur runter und schieben dich in eine Ecke, die du selbst bestimmst. Wenn du sagst, ich bin gegen das, dann wirst du lauter Dinge bekommen, die gegen das sind. Sagst du aber zum Gleichen, ich bin für das, wirst du lauter Beispiele bekommen, die dafür sind. Und so funktioniert auch die geistliche Welt in deinem Leben. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, hat mal Goethe gesagt. Und ich glaube, so mancher Christ sagt das auch. Die Geister, die ich rief, nur Negatives, Negatives, Negatives. Und ich habe letztens eine E-Mail bekommen, eine ganz ehrliche E-Mail, und wo eine Person sagt, ich habe wirklich tolle Freunde, die ich gerne im Internet anschaue, aber die reden nur vom Weltuntergang und ich träume nachts davon, ich habe Angst und so weiter. Und ich sage dir, genau so ist das Prinzip des Feindes, er möchte dich runterziehen. Er möchte dich runterziehen. Ihr wisst, Social Media, in Facebook, was wird da debattiert, wo dir eigentlich gar nichts bringt, wo dich eigentlich runterzieht? Dann Ratgeber, der eine so rum, der andere so rum. Und ihr wisst ja auch die Nachrichten, du kannst die Nachrichten anschauen, die dir in dein Weltbild passen. Die müssen aber nicht unbedingt die richtigen Nachrichten sein. Ich sag dir, entscheide dich, was du hörst. Was du hörst, alles, was dir zufällig in die Ohren kommt. Hörst du das, was dir zufällig in die Ohren kommt und sagst, ja, das lief halt im Fernsehen. Der Fernseher läuft bei uns, also nicht bei uns, aber du sagst vielleicht, der Fernseher läuft bei uns von mittags 4 bis nachts, bis wir ins Bett gehen. Und was da alles kommt, da weiß ich nicht, ob alles gut ist, dass du hören solltest. Du entscheidest, was du hörst. Entscheide dich, was deine Ohren zu hören bekommen. Denn das entscheidet über deine Zukunft.
Du kannst den ganzen Abend hinsitzen. Und ich mache es meistens oder gerne so, Nachrichten anschauen und dann was total anderes anschauen, das nicht mehr über die Weltpolitik oder Umwelt oder was auch immer ist, sondern wirklich, wirklich was anderes. Du kannst den ganzen Abend und das zieht dich so runter und du gehst ins Bett und sagst, boah, ist die Welt schräg. Ja, in Markus 4, Vers 24 und 25 steht, das sagt Jesus, achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken. Ja, noch weitaus mehr. Also, wenn wir von Gott hören, und du kannst wirklich Dinge, du kannst biblische Dinge, du kannst Lieder und so weiter, alles, ich höre auch nicht den ganzen Tag Predigten, sondern wirklich auch ganz unterschiedliche Dinge, aber das ist das, wir sollen entscheiden, was wir hören. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken, ja, noch weitaus hinaus. Ja, das, was von Gott kommt. Was kommt von Gott? Das ist das, was er uns zeigt im Gebet, was wir lesen können, wenn wir Zeugnisse, Erlebniszeugnisse hören und so weiter, wenn Gott zu uns redet. Und dann funktioniert der positive Algorithmus, der positive, wo es dann heißt, das kann auch bei dir passieren. Gott hat genau das in die Bibel schreiben lassen für dich. Das Zeugnis, wo der eine da oder da berührt wurde, das kann auch bei dir passieren. Dann sind überall, wo du deine geistigen Fenster aufmachst, und irgendwo dann kommt, ja, ich möchte das mit Gott erleben. Ich freue mich, dass morgen Gott mit mir ist und ich werde es erleben. Es gibt auch wirklich diesen Algorithmus. Ja, und das gilt für die positiven Dinge. Ja, Zeugnis aus der Bibel, Zeugnis, wo vielleicht aus unserer Webseite, wo Menschen berichten, wie sie Gott erlebt haben. Beispiele von Gebetserhörung. Ja, Wege, die andere nicht sehen, siehst du. Auf einmal geht dir auf, ja, die Größe Gottes ist für mich da. Ich kann es erleben, ich darf es erleben. Mein Gott, er will dir helfen. Ist es auch deiner? Ist Jesus dein Herr, dein König? Wenn du in die Freiheit möchtest, geschieht das nicht durch einen Zufall. Nein, nicht einfach, ach ja, ich bin in der Freiheit, ach wie schön. Nein, es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, was du zu Hause schaust. Dein Fernseher hat so viele Möglichkeiten. Die ganze Bandbreite, es ist deine Entscheidung. Ich sag dir, sei begeistert für das, was Gott dir schenken möchte. Sei begeistert in die tiefe innere Atmosphäre mit deinem lebendigen Gott zu kommen. Du bist der Gestalter deines eigenen Lebens. Welchen Einfluss erlaubst du für dich, für dein Leben? Welchen Einfluss erlaubst du? Sagst du, egal, Gott, du machst es schon recht. Er macht es recht, aber du musst entscheiden. Entscheide du, Herr. Der Herr, Jesus, ist nicht mit deiner Fernbedienung unterwegs oder mit deinem Internetbrowser und tippt das ein, sondern du entscheidest. Manche entscheiden, ja, Mainstream, also was die meisten Leute machen. Mainstream war biblisch nicht immer richtig. Gerade das Volk Israel, die meisten sind wirklich gegen die Wand gefahren, sind sogar umgekommen, weil sie das gemacht haben, was die meisten gemacht haben. Ich sage dir, lerne wirklich, wirklich in Gottes Nähe zu kommen. Wie Gott dich herausholen möchte, habe Sehnsucht. Du kannst nicht sagen, Herr, hilf mir heraus aus meinem Suizidgedanken und schaust dauernd Krimis an, schaust dauernd
Dinge, Beispiele an, wo dir eigentlich zeigen, ach, so könnte man es auch machen oder so können wir es auch machen. Und auf einmal geht dein ganzen Algorithmus, wo mache ich das, welchen Strick nehme ich und so weiter. Das ist der Algorithmus von der anderen Seite. Wenn du aber sagst, in der Bibel steht, mein Gott wird immer mit mir sein, egal, gehe ich auch durchs finstere Tal, wird der Herr mit mir sein, sagt David. Und das ist das, was wir wirklich erleben können und haben können. Jesus am Kreuz hat den Durchbruch der Freiheit für dich gewirkt. Er hat es für dich gewirkt. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit meinem Freund Dirk und wir hatten wirklich gesprochen über verschiedene Christen und dann sagte Dirk, ein Mensch, der sich für Jesus entschieden hat, aber nicht umkehrt und Buße tut, ist eine geistliche Totgeburt. Das klingt krass. Ich habe erst gedacht, das klingt wirklich, wirklich krass. Aber er hat recht. Wenn wir nicht Buße tun, Buße heißt umdrehen, Entschuldigung sagen bei Gott und ein umgedrehtes Leben führen, ein Leben entgegengesetzt der sündigen Dinge, dann ist es eine Totgeburt. Und eine Totgeburt, die ist zwar da, aber es passiert gar nichts. Wir sind verantwortlich für unsere Veränderung. In Josua 1, Vers 6 bis 8 heißt es, seid mutig und stark. Das ist eine ganz tolle Aussage. Seid mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an die ganze Gesetze, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vorgenommen hast. Ist das nicht wunderbar? Alles gelingen, der letzte Satz, der gefällt jedem. Es wird dir alles gelingen, was du vorgenommen hast. Aber die Bedingung ist wirklich, sei mutig, sei stark und besinne dich den Geboten Gottes. Das heißt nicht nur die 10 Gebote immer runterlesen. Nee, das heißt es nicht, sondern wirklich, wie lebe ich mit Jesus? Jesus war ganz normal in dieser Erde, auf dieser Erde unterwegs, draußen, nicht in der Kirche, nicht in der Synagoge, draußen. Er war bei den Leuten, die Falsches gemacht haben und die zu ihm gekommen sind, hat ihnen gezeigt, wie man es richtig macht. Auch so möchte dir Jesus begegnen. Sei mutig, selbst inmitten von Ängsten und Prüfungen sage ich dir, sei mutig, über das zu sprechen, was Gott gesagt hat und darüber nachzudenken. Mir geht es oft so, ich höre einen Satz, der mir so wichtig ist, und aus diesem Satz, aus solche Sätze habe ich schon ganze Predigten gemacht, wo auf einmal du sagst, wow, da steckt so viel Wahrheit drin, da steckt so viel Potenzial drin und das entwickelt sich und auf einmal hast du Freude, genau das zu leben, was du da erfahren hast und mittendrin. Und ich sage dir, sei stark. Es heißt nicht in der Bibel, sei schwach, du elendes Dasein und du hast eh nicht verdient. Nein, sei stark. In dieser Zeit sei stark, im geistlichen Bereich sei stark, weil du brauchst es. Du brauchst diese Kraft. Du brauchst diese Kraft, dass du nicht von allen möglichen Situationen umhergekickt wirst, immer wieder in eine andere Ecke, wie so ein Fußball auf dem Fußballfeld, wo du sagst, uff und uff. Und ja, und es sagt, ja, manchmal lande ich im Tor, ja, aber wahrscheinlich viel zu wenig. Sei ermutigt, wirklich das, was Gott gesagt hat, wirklich auch zu leben und darüber nachzusinnen. Nicht einfach einen Bibelvers lesen und so, Pflicht getan, nein. Sinne darüber nach.
Der Durchbruch in die Freiheit geschieht nicht durch bloßes Herumsitzen. Es gibt so viele Christen, die sitzen da und beten, Herr, mach du mit mir, was du willst. Und Herr, schenke das, schenke jenes, mach das so und so. Und Herr, du kümmerst dich um das und jenes. Nein, wir sollen nicht rumsitzen, ihr Lieben. Wir sollen den Willen Gottes erfüllen auf der Erde, den er uns gibt. Und da heißt es auch zu deinem Nächsten, liebe deinen Nächsten. Das ist eine Riesenaufgabe. Wenn wir die alle richtig gut erfüllen würden, würde die Welt auch anders aussehen. Aber wir sollen dran arbeiten. Nicht sagen, schaffe ich nicht und fertig. Nein. Spreche Kraft über dein Leben aus. Mein Gott wird mir Kraft geben. Hast du das schon mal über deinem Leben ausgesprochen? Hast du gesagt, mein Gott wird mir Kraft geben. Mein Gott wird mir Gelingen geben. Mein Gott führt mich aus diesem tiefen Loch heraus. Mein Gott führt mich aus den Depressionen heraus. Mein Gott führt mich in eine neue Arbeitsstelle hinein. Mein Gott weiß genau, was morgen ist. Mein Gott hilft mir bei dieser Verhandlung. Mein Gott gibt mir Weisheit zum Einkaufen. Ja, hab eine lebendige Beziehung. Und ich sage dir, rege den richtigen Algorithmus an. Rege den richtigen an, indem du ein Zeichen setzt und sagst, ich bin stark über meinem Leben. Und dann findest du Worte. Ja, der Herr wird an deiner Seite sein. Herr, du bist mein Hirte, ich will dir folgen und so weiter. Und dann hast du einen ganz anderen Algorithmus und überall, wo du dann was aufmachst, kommt wieder was Stärkendes und da was Stärkendes. Und ich habe manchmal so ganze Serien, wo ich eine Situation habe und auf einmal kommen wir Bibelsprüche und Begebenheiten, wo ich total wie Antworten reinschlagen und das und das und sage, wow Gott, danke, dass du mit mir bist. Ich sage dir, rege diesen Algorithmus an und nicht den anderen, wie es die ganze Welt tut. Und dann weißt du, wie die Welt vielleicht vermutlich total im Chaos untergeht. Gott möchte nicht, dass du im Chaos untergehst, sondern er möchte dich auf dieser Welt so richtig segnen, dich durchleiten, auch durch dunkle Täler. Aber er möchte dich ans Ziel bringen. Und das ist nicht das Ziel, was die Welt hat. Ich sage dir, nimm deine von Gott gegebene Position ein. Nimm diese Position ein. Und die heißt, sei stark. Und nicht diese Position sagen, ach ja, da gibt es viel andere und nein, nicht mich. Und nein, nimm die Position ein. Egal, was du brauchst, egal, welcher Lage du bist, Gott hat Lösungen für dich, die du nicht siehst, die du auch nicht lesen kannst, die dir der Ratgeber auch nicht geben können. Nein, Gott hat eine Lösung für dich. Nimm deine Position ein. Nimm deine Position ein. Was lebst du? Was hören deine Ohren? Was bekommen deine Ohren zum Hören? Und ich sage dir, such das raus und hör nicht überall rein. Hör nicht überall zu. Es gibt überall einen Ausschalter oder du läufst weg oder du machst das Internet aus oder ja, du suchst irgendwo anders. Dein Durchbruch in die Freiheit ist von Gott gewollt. Du bestimmst den Durchbruch. Du bestimmst den Durchbruch. Gott hat alles für dich bereitgestellt. Es ist deine Entscheidung, welchen Algorithmus du einschlägst. Und wenn du wirklich diesen einschlägst, egal, wenn 1000 fallen zu meiner Rechten, 10.000 zu meiner Linken oder umgekehrt, es wird mich nicht treffen. Wow, sagst du, das kann nicht sein. Ich bin doch so ein Kleines. Nein, du bist nicht irgendwo so was Kleines. Du bist von Gott geliebt. Und das ist so wichtig. Dein Durchbruch in die Freiheit ist von Gott gewollt. Aber es ist eine Entscheidung für dich. Ja, ich will und ich setze alles dran und höre nicht mehr auf all diesen negativen Quatsch dieser Welt,
auch wenn es Realität ist, das Negative. Schau nach dem Positiven, was wirklich im Wort Gottes und bei Gott zu finden ist. Und ich sage dir, Gebet ist ein wichtiger Faktor. Rede mit Gott. Höre von Gott. Und das ist sowas von wichtig. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.